Ich bin ja sehr gespannt, was Jansky für ein Feuerwerk für uns kredenzt hat. Moin, moin, Leute. Oh no, ich sehe die Szene schon. Eieieiei, nein, ich sehe die Szene schon. Oh, ich sehe den BS Competition Wagen und weiß, dass es das SRO-Rennen ist, wo er gekillt wird. Oh no, das wird jetzt auf jeden Fall ein Festival. Moin, moin, Leute, und willkommen zu diesem Video. Moin. In der heutigen Folge, Sascha fährt aus der Box. Oh. Das Gute ist, wir haben zu Krodonas einen Podcast gemacht und ihr könnt Krodonas jetzt mal hinter der Kamera erleben. Das wird euer Weltbild verändern, ich sag's euch jetzt schon. Also wer immer gedacht hat, dass Krodonas irgendwie so ein bisschen so ein Unterhemd-Rambo auf der Rennstrecke ist, der sollte sich den Menschen dahinter mal angucken. Das kann ich euch nur empfehlen. Das wird so ein bisschen euer Weltbild verändern. Nils versucht, Flo zu überholen. Oder auch Wild. Und Flo streamt aus einer dunklen Kammer. Mann, warum? Ich glaube, ich werde das mal so richtig schön bodenlos reintauchen. Oder? Machen wir das? Du bist so ein Penner, Alter. Wie schön hast Wir werden jetzt mal so richtig bodenlos reintauchen. Hm. Da muss der andere aber auch mitmachen. Perfekt. Der andere, Alter. Der andere, wie er noch vorbeirutscht. Car on the left. Nope. On the left. Es ist auch einfach immer wieder schön zu sehen, wie diese Land Rover-Aufhängungen funktionieren, wenn man über Curbs fährt. Fantastisch. Also, das schaukelt sich ja auch immer so richtig schön auf. Stupid curb, man. Stupid car. Oh! Was war das? Wait, what? Junge, ich habe ihn über außen die maximale Ehre genommen. Ich meine, das Gute ist auf jeden Fall. Was war das denn jetzt? War das das Curb? Oder? Nee, das war der andere hinten. Oh nein. Junge, ich habe ihn über außen die maximale Ehre genommen. Ich meine, das Gute ist auf jeden Fall. Oh, gut aufgepasst von Mustang. Ich wollte das nicht machen. Ich wollte ihn nicht machen. Ich habe voll gemerkt, ich habe zu spät gebremst und dann bin ich doch nach rechts gegangen. Zum Glück, wenn man in den Rückspiegel guckt und mitmacht, naja. Also auch wenn es nicht gewollt war, ist trotzdem gut, dass man immer aufpasst. Ich habe gehofft, dass der mitspielt. Das war doch gewollt? Du Dreckschwein. Das muss ich jetzt aber auch gleich mal in diesem Ton sagen. Du Dreckschwein, was soll das denn? Sage mal. Oh, ich hätte, hättest du nichts gesagt, hätte das ausgesehen, als wenn das aus Versehen gewesen ist. Guck mal, man hätte jetzt wirklich, manchmal sollte man als Content Creator einfach mal den Schnabel halten. Das lerne ich auch hier an der Stelle. Manchmal wäre es gut, wenn man einfach den Schacht dran macht und nichts sagt, weil das wäre locker als aus Versehen durchgegangen. Das wäre dicker als aus Versehen. Ich wollte das nicht machen. Ich wollte ihn nicht machen. Ich habe voll gemerkt, ich habe zu spät gebremst und dann bin ich doch nach rechts gegangen und habe gehofft, dass der mitspielt. Ach so, siehst du, gut. Alles klar, es war doch nicht mit Absicht. Das habe ich missverstanden. Kommando zurück. Oh, ich wollte schon sagen, Alter, da so reinhalten. Da wäre ich ja not amused. Oh, das war gar nicht letzte Runde. Ach du Scheiße. Ich dachte, das wäre die letzte Runde. Oh, schönes Switchback. Schöner Zweikampf. Mach ich jetzt, das mach ich jetzt, das mach ich jetzt. Die kann man nicht reinhalten, oder? Das ist blöd. Da war. Oh ja. Danke, letzte Runde. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Alter, also manche. Ja, ist richtig. Manchmal sollte man die Klappe halten. Danke, Tobi. Ich erinnere dich dran, wenn wir demnächst wieder zusammen fahren werden. Kuss geht raus. Alter, das ist aber auch. Also, bin ich jetzt mal wirklich. Und das ist eine ernst gemeinte Frage. Bin ich der Einzige, der das wirklich schon sehr drastisch findet, wie die sich vor die Autos ziehen, um den anderen zu blocken? Das hat schon so ein bisschen so Nesca-Vibes. Um den Draft zu brechen. Wobei da nicht mal Draft ist. Alter.
ob erster oder zweite Gang raus besser ist. Niklas ist gestern im zweiten rumgefahren. So. Huch. So. Och, Junge, 20 Sekunden. Alles für den Content und für die Demütigung. Huch. Being unprepared is the worst thing I can imagine. Options, Video. No! Why? Also nicht 3 Sekunden, aber 2,5 Sekunden ist das bestimmt auf Pace hier. Was haben wir überhaupt für eine. Gibt's hier eine BOP? Oh, ist das 6er BOP? Malik? Ich stehe in der Box. Ey, nein! Stand da, ich werde teleportiert? Nein, ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe die ganze Zeit irgendwo rumgespielt. Aber wisst ihr, was das Positive ist? Wir können uns wirklich durchs ganze Feld kämpfen. Ja. Oh? Oh? Ja! Ja! Boah! Oh! Nein, 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 nein. Ist das Big Red? Boah, Alter, der BMW von außen. Alter, Junge, wie hab ich das überlebt? Die ganzen M2s haben die alle gekegelt hier. Ja, die wundern sich wahrscheinlich alle, wo der M6 jetzt herkommt. Oh. Ich hab mich weggedreht, ich bin tot. Ah, Karma ist halt wirklich ein dreckiges Arschloch, Mann. Ich fühle das so sehr gerade. Du sagst irgendetwas, machst einen witzigen Kommentar und Karma so, warte mal kurz, was hast du gerade gesagt? Moment. Let me show you something. Nein. Doch. Ich hab 40 Sekunden Schaden. Nee, ich hab mich voll weggespült. Also ich hab die 101 gelb. Irgendwie komplett dicke. Ich glaub, der ist nicht drin. Ja. Warte. Jan! Huch! Warte. Nein! Warte. So, jetzt. Achso, ist Qualifying. Jetzt! Das hat keiner gesehen. Aber runter, ja, das ist geil. Da kommt groß. Die TC5. Der Ferrari TC11. Ja, das war knapp. Was? Was war denn seine Mission, Alter? What the fuck? Ferrari TC11. Ja, das war knapp. Du, da hat aber einer auf jeden Fall am Morgen so eine kleine Kevin Estre-Brause genascht. What the fuck? Wo will der denn da hin? Da rechts ist alles frei und er drängt sich. Okay. Okay. Hast du recht? Okay. Ist gut, Platz. Verschleiß. Digga, oh! Oh mein Gott! Da ist schon wieder! Boah! Ich wurde T1 getötet. Oh Mann. Ja, ja! Oh Mann. Da? Oh, aber schön nochmal gerade geschoben. Oh! Verbremst. Sah gar nicht so viel später aus. Oh nee! Marcel, Alter! Och nee. Ja, perfekt. Ich wurde wieder genommen. Ich bin so ein Trottel. Oh, schön. Schön ausgewählt. Ich schwöre, ich hab nicht geklickt. Ich schwöre, ich hab nichts geklickt. Und ich. Okay. Ich bin so scheiße in der Quali. Es ist unglaublich. So ein 3-10 für dich weggeworfen habe. Es tut mir leid, Leute. Oh, Nürnberger wird gedreht. Ja, und ich knall rein. Oh, er hält nicht die Bremse. Er hält nicht die Bremse. Das ist so dumm. Oh, nee, Jungs. Jungs, schieb ihn nicht an! Schieb ihn nicht an! Oh, schieb ihn an. Oh! Das geht doch. Ich würde das
geil finden, wenn man noch sehen könnte, welches Rennen das ist. Mann, warum werde ich denn heute von jedem umgedreht? Warum haben die denn alle was gegen mich? Leute, Flo, ich muss kurz mein Telefon öffnen. Wir wählen die 115. Ja, schönen guten Tag, Herr Lentes hier. Ich würde gerne einen Fall melden. Richtig, ja. Ich möchte gerne Niklas Huben bei Ihnen melden, ob Sie eventuell mal bei ihm vorbeischauen könnten und seinen Pfoff kontrollieren könnten. Ja, ja, das würde ich gerne zur Anzeige bringen. Das ist korrekt. Ja, Niklas Huben. N-I-K-L-A-S. Leerzeichen H-O-U-B-E-N. Niklas Huben, korrekt. Ja, falsche Pfoff-Einstellung. Der fährt mit Gran Turismo 7 Kamera in ACC. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ja. Mhm. Nee, von der Kopfhaltung sieht das auch so aus, als wenn er oben aus dem Sonnendach rausguckt. Ja. Ja. Mhm. Gut. Kümmern Sie sich drum? Danke. Ja, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, auf Wiederhören. Bis dann. Das kannst du ja nicht ausdenken. Erstmal meldet hier. Wirklich, wie kann man so ein Vollvogel sein? Ach nö. Ich hab einen Bremsprung verpasst. Das war meiner. Da ist Niklas ganz kurz mal konsequent gewesen. War nicht ich, Alter. Was? Warte mal ganz kurz. Nee, damit hast du gar nichts zu tun. Nein. War nicht ich, Alter. Nee. It's going well, but we're missing our third driver. I hope Pippa wakes up in time. Sie wollte um 3 aufstehen. Das hätte sie geschrieben. Das gebe ihr 8,5-9 Minuten Luft, um ins Auto zu gehen. Well, it's not unsafe usually to have someone else drive when they can use a clock. I hope this works out. Well, Philippa is doing the last stint and so far he is not awake. And Arthur has like 15 minutes left. Hey Pip, thank you. We have 8 minutes left, okay? Good morning. Okay. Riley behind. Oh, there he is. Just leave him by. Oh. All good. Let him by. Just not lose time to P3. We'll sort this later. Find your groove, more important. Yes. That's what we need. Are they fucking stupid? It's insane. I don't even know what to say. Der erste hat Bock. Du, Bruder. Jo, den hätte ich nicht gerne. Warte mal kurz. Die sind auf P2, oder? Sehe ich das richtig? What to say? I don't even know what to say. Yes. Und das ist P32? Yes. Are they fucking stupid? It's insane. I don't even know what to say. Der erste hat Bock. Alter Verwalter, da wäre ich ja richtig tilt. Da hätte ich aber gar keine Lust. Du, Bruder. Jo, den hätte ich nicht gerne hinter mir. Also wenn das so weitergeht, dann schießt er jetzt gleich erstmal den Ferrari ab. Oh, das war ein Tap. Richtig. Oh, das war nochmal. How can they not adapt? It's not that hard. What the fuck? No! Warte mal, und dann... Nee, Alter. Oh. Alter. Ja, das ist perfekt. Der ist oh. Achtung, Michel, der steht da. Auf jeden Fall weiter. Oh, Scheiße. Was ist denn hier los? Unfucking believable. I have no words. Alter. Oh, sorry, dass ich... Also wenn man sich überlegt, wie viel Geld man bezahlt, um SRO fahren zu dürfen, und ich rede extra von dürfen, ja, mit einer 15 Sekunden Strafe auf dem Tacho, kann man das mal machen, auf P33. Mit einer 15 Sekunden Strafe kann man das mal machen. Klasse. Kann man aber auch lassen. Ja.
Das war so ankündigbar, dass ihr Essen da rein. Ich muss wirklich sagen, es tut mir wirklich leid für die, das ist halt schon echt. Aua. Das kannst du halt eigentlich einfach nicht bringen als Beckenmarker. Na, ey, vom zwei Beckenmarker weggeschossen werden. Es war alles gut. In der Gruppe Beckenmarker hat uns einer umgedreht. Jetzt ist das Auto eine Sekunde off-pace mindestens. Und jetzt wurden wir nochmal gedreht. Wieder von einem Beckenmarker. Ich bin völlig fertig. At least he self-spun this time. Das findest du auch komisch, Mozi, ne? Also das war jetzt wirklich traurig. Yeah, go get your off-tracks, guys. Why me? Warte mal, Leute, und wir... So, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal kurz hier reinhorchen bei der Geschichte. Up in time. Sie wollte um 3 aufstehen. Das hatte sie geschrieben. Das gebe ihr 8,5-9 Minuten Luft, um ins Auto zu gehen. Well, it's not unsafe usually to have someone else drive when they can use a clock. I hope this works out. Well, Philippa is doing the last stint, and so far, he is not awake. And Alpha has like 15 minutes left. Hey, Pip. Thank you. We have 8 minutes left, okay? Good morning. Okay. Riley behind. Oh, there he is. Just leave him behind. Oh, no. All good, all good. Let him by. Let him by. Just not lose time to P3. Okay, also, hä? Scheinbar ist da doch nochmal jemand anderes gekommen. Und dann hat jemand verschlafen, okay. Bukida, aber Bukida sitzt noch im Auto. Bukida hatte den falschen Wecker oder so drinne und ist 8 Minuten vorm Stint aufgestanden. Ja, aber die Person, die jetzt gerade fährt, die war doch gar nicht, also geplant. Eigentlich war doch noch jemand anderes geplant. Also eigentlich war doch eine Dame geplant, die da fahren soll. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und der ist jetzt auch einfach nur eingesprungen. Ich will sort this later. Find your group more important. Okay. Wild. Das ist Bukida. Aber hat er nicht irgendwas von She gesagt? Und jetzt sagt er was von He? I don't know. Na gut. Aber kann ja mal passieren. Man kann ja mal seinen Stint verschlafen. Ja, also fantastisch. Wie viel bezahlt man Startgebühr? Was war das? Ein Tausender? War das ein Tausender? Ich weiß das nicht. Oder war das doch nicht so viel? Also es war auf jeden Fall nicht so wenig. 1500 pro Auto. Herzlichen Glückwunsch. Yes. That's what we need. Are they fucking stupid? It's insane. P32, 1500 Euro Startgeld. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, ey. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch, also an der Stelle, also bei den beiden Unfällen habe ich überhaupt gar kein Verständnis für. Null. Gar nicht. Nada. Niente. P32 und 33 und 33 nochmal eine 15 Sekunden Strafe. Das zu machen. Warum ist das so teuer? Du, keine Ahnung, warum das so teuer ist. Das ist halt SRO. Eigentlich müsste man wirklich noch Geld kriegen, um da mitzufahren. Ich bin ja nicht so der, bin ja eigentlich nicht so der Typ, ne? Aber die Driving Standards in der SRO sind wirklich, ja.